Ich heiße meine gebesten Freunde und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Und heute ist mal ein ganzes Special-Video am Start. Denn heute seht ihr das Video vielleicht nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch auf Russlachs Kanal. Denn ich mache bei der Russlach Gibt euch die Chance Challenge mit. Und bevor ich das Video starte, möchte ich euch mal sagen, wie ich darauf gekommen bin eigentlich. Denn ich habe wieder mal auf die YouTube-Abo-Box vertraut. Und nie funktioniert der Scheiß! Was soll das? Ich fühle mich so verarscht, Alter, die Scheißtechnik, Mann! Was überhaupt ein Fehler war, wenn eigentlich keiner mehr darauf vertraut. Ich habe einfach mal darauf vertraut und schaue dann so durch die Abo-Box, Marcel der Scorpion 4 Aktivitäten, Viscabasa 2 Aktivitäten und so weiter, Russack 0 Aktivitäten. Habe ich mir erstmal gedacht, ja okay, sehe ich heute einfach kein Video von ihm. Bin noch nicht auf seinen Kanal gegangen. Am zweiten Tag ist wieder gleich, Russack wieder 0 Aktivitäten, habe ich mir gedacht, ja okay, warte ich noch einen Tag. Und bin nicht auf seinen Kanal gegangen und am dritten Tag habe ich mir gedacht, jetzt like mich einfach, weil Russack 0 Aktivitäten. Bin auf seinen Kanal gegangen und dann waren schon wieder zwei Videos um mich und ich dachte mir nur so, ey, ist das dein Ernst oder was? Und ich schaue mir so sein erstes Video an, das was er hochgeladen hat, war okay, also ich habe das wieder gefeiert, wieder immer. Also, und dann habe ich einfach mal runtergescrollt und da war das zweite Video, Russack gibt euch die Chance. Ja, auf dieses Video habe ich eh schon lange gewartet und dann verpenne ich es auch noch. Ja, genau, so macht man das. Und ich habe mir gedacht, auch scheiße, vor vier oder fünf Tagen hochgeladen. Dann habe ich einfach mal gesagt, ja, hoffentlich ist das jetzt nicht gleich zu Ende, diese Chance. Aber es geht noch bis zum 6. August, kann man einschicken. Also ich bin nicht spät dran, muss man sagen. Ich bin nicht spät dran. Und dann würde ich mal sagen, fange ich mit dem eigentlichen Thema an. Und zwar geht es heute, wie ich überhaupt auf Russack gekommen bin, beziehungsweise wie ich ihn abonniert habe oder warum ich ihn abonniert habe. Und das hat alles angefangen mit der Viscabasa gibt euch die Chance Challenge und da hat er mitgemacht und er hat dann auch gewonnen. Einer von den drei glücklichen Gewinnern, das waren Ballas, Bambusleitung und Russack waren das. Dann habe ich einfach mal auf Russacks Kanal vorbeigeschaut. Ich bin ganz offen und ehrlich, mir haben seine Videos auf den ersten Blick nicht so gut gefallen. Aber ich habe mir mal gedacht, ja, abonnieren tue ich ihn jetzt auch nicht, aber lasse ich mal ein Like da und dann war es das eigentlich schon wieder. Dann bin ich mal auf KS Freak gestoßen und der ist dann in den Ruin-Clan gejoint. Mit seinen Kommentatoren nach seiner Wahl hat er dann auch mit reingezogen in den Ruin-Clan und da warst du da auch dabei, Russack. Und ich dachte mir nur so, den kenne ich von irgendwer, ich weiß das, ich kenne den. Und dann habe ich mir aber erstmal nicht so viel dabei gedacht, sondern habe dann wieder auf Viscabasas Kanal bisschen rumgeschaut, hat kein Video hochgeladen, habe mir gedacht, ja, schaue ich mal eins von ihm an. Und da bin ich einfach mal runtergegangen und dann habe ich da gesehen, Russack, hey, was Russack kenne ich, oder? Und dann Russack gibt euch die Chancen und dann dachte ich mir, ja, genau, daher kenne ich den. Und dann habe ich mal auf deinen Kanal geschaut und ich muss ehrlich sagen, du hast dich extrem verändert. Eine große Veränderung war einfach da, das hat man eigentlich gespürt von seinem Kommentierstil. Bratucha, weiß nicht, ob das damals schon war, bei seinem Viscabasa gibt euch die Chance Challenge Video, weiß nicht, ob das da war, aber ich glaube nicht und dann habe ich das einfach mal richtig gefeiert, dieses Bratucha und deinen russischen Akzent, wie du das ein bisschen einbaust und so, hat mir richtig gut gefallen. Gleich mal ein Abo gedrückt und ein Like natürlich auch und seitdem schaue ich eigentlich fast jedes Video von dir. Ja, und das war's dann erstmal zu dir, Russack. Und du hast ja gesagt, wir sollen uns auch ein bisschen vorstellen. Und da würde ich mal sagen, ich fange an. Also ich bin gepatcht und mache auf meinem Kanal auch COD-Videos, bin Kommentator, bin aber nicht so ein krasser Spieler. Muss ich gleich sagen, ich spiele übrigens auf PC. Auf der PS3 spiele ich auch manchmal, obwohl es mir dann nicht so viel Spaß macht. Also deshalb spiele ich lieber auf PC. Und ich mache YouTube ungefähr seit einem Jahr. Nein, ich meine ein Jahr. Bisschen über ein halbes Jahr. Und ich habe ungefähr 250 Abonnenten zu diesem Zeitpunkt. Und das war es dann auch erstmal von meiner Persönlichkeit. Ich möchte da jetzt auch nicht so viel drauf eingehen. Aber naja, dann würde ich mal sagen, war es das von diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt auch den Daumen nach oben Button, obwohl wir uns eh vielleicht auf Russacks Kanal sehen. Und ja, wir sehen uns ein anderes Mal. Ich verabschiede mich und ciao.